Die Täter kamen in der Nacht. Am 29. Mai 1993 ging das von Türken bewohnte Haus in der Solinger Unteren Wernerstraße in Flammen auf. Nach 72 Minuten war der Brand gelöscht. Doch für 5 Menschen war die Hilfe zu spät gekommen. 3 türkische Frauen und 2 Kinder kamen ums Leben. In unmittelbarer Nähe des Tatortes wird am nächsten Tag ein Jugendlicher festgenommen. Ein Hinweis aus der Szene hatte die Fahnder auf die Spur gebracht. Christian R. gesteht. Tage später werden 3 weitere Jugendliche festgenommen. Sie alle sind Mitglieder des Deutschen Hochleistungskampfkunstverbandes. Der 16-jährige Arztsohn Felix K., der 23-jährige Arbeitslose Markus G. und der 20-jährige Soldat Christian B. Und hier hatten sie trainiert, in der Hack-Pao-Sportschule über einem Szenelokal in der Altstadt von Solingen, nur wenige Straßen vom Tatort entfernt. Gelehrt wurde asiatische Kampfkunst, Leiter des Clubs Bernd Schmidt. Als Zeuge wurde auch er zum Prozess um den Brandanschlag geladen. Am Freitag vergangener Woche enttarnte er sich als V-Mann des Verfassungsschutzes. Der Arbeitgeber kann das bestätigen. Herr Schmidt war V-Mann des Verfassungsschutzes. Herr Schmidt war nach unseren internen Feststellungen, wie man sagt, nachrichtenehrlich. Und er hat uns nicht getäuscht. Dafür aber wohl andere. Schmidt und seine Kämpfer boten Ordnerdienste für verschiedene rechtsextremistische Organisationen an. Die Rechte Deutsche Liga, so heißt es heute, hielt Schmidt gar für einen zu extremen Extremisten. Das machte sich deutlich dadurch, dass er versucht hat, junge Menschen zu radikalisieren, die in seine sogenannte Kampfsportschule kamen. Die sind da mit NS-Ideologie vollgelabert worden und mit ausländerfeindlichem Rassismus. Das war auch der Grund, warum wir seinerzeit den Kontakt zu Bernd Schmidt abgebrochen haben. Einige Kontakte pflegte Schmidt allerdings besonders. Immer an seiner Seite war Bernd Koch, ein stadtbekannter Neonazi aus Solingen. Gründer der rechtsextremistischen Bergischen Front, früheres NPD-Mitglied, auch mal FAP-Vorsitzender, Leiter des Jugend- und Freundeskreises der Republikaner und Mitglied der Deutschen Liga. Außerdem war er Mitglied im Kampfsportclub Hack Pau des Bernd Schmidt. Durch den engen Kontakt zwischen Koch und V-Mann Schmidt will der Verfassungsschutz an wichtige Informationen über rechtsextremistische Gruppierungen und deren Aktivitäten außerhalb von Solingen gelangt sein. Unsere Ziele sind nationale Ziele, die dem deutschen Volke zugutekommen. Wir wollen die alten kulturellen Werte, wie sie damals einmal hier herrschten in Deutschland, die wollen wir fundamentalistisch wieder aufleben lassen, wie zum Beispiel deutsches Volksgut wieder pflegen. Wir wollen auch versuchen, die deutsche Sprache wieder von ausländischen Fremdkörpern reinzukriegen, dass endlich mal wieder vernünftig Deutsch gesprochen wird. Im Sportclub Hack Pau fand Koch Gehör. Die Schule war bekannt als Treffpunkt von Rechtsextremisten. Schmidt bot seine Räume für rechte politische Veranstaltungen an. Propagandamaterial lag in Griffnähe. Normalerweise, wir würden das sagen, wenn es so wäre, sind unsere V-Leute in der Szene auch Extremisten. Bei Bernd Schmidt war das nicht so. Er war kein Extremist. Ich kann nicht ausschließen, dass er sich gegenüber rechtsextremistischen Gesprächspartnern natürlich auch rechtsextremistisch geriert hat. Das gehörte zu seiner Rolle. Aber er selbst ist nach unserer festen Überzeugung ein eher unpolitischer Mensch, der in der Lage war, über die hervorragenden Kontakte, die er insbesondere zu Meinolf Schönborn, NF, hatte, für uns ganz wichtige Informationen zu geben. Meinolf Schönborn gilt als einer der radikalsten unter den deutschen Rechten. Er ist Generalsekretär der seit November 92 verbotenen Nationalistischen Front. Die steht für intensive Kaderschulung, militärische Ausbildung und straffe Organisation. Wegen des Verdachts der Bildung eines Terrorkommandos sind Schönborns Stützpunkte mehrfach durchsucht worden. V-Mann Schmidt und damit der Verfassungsschutz NRW saß an der Quelle. Schmidt war es gelungen, das Vertrauen Schönborns zu gewinnen. Die Nationalistische Front hielt im März 92 eine politische Veranstaltung in den Räumen des Hack Pau Gym ab. Auch sonst kam man sich näher. Und hier ist mein Ausweis vom Deutschen Hochleistungskampfkunstverbandes von Herrn Schmidt, wo ich ungefähr vor einem Dreivierteljahr bisher Mitglied geworden bin. Und das hat er mir quasi aufgezwängt, so nach dem Motto, dass er mit mir angeben kann, als berühmter, bekannter Vorsitzender der nationalistischen, verbotenen Nationalistischen Front. Nach Schmidts Enttarnung ist die Einrichtung samt geheimen Separé von seinen Kampfschülern zerstört worden. Dafür ist die Erinnerung umso lebendiger. Sie hatten in dieser Schule einen Ausbau gemacht, der war praktisch eine Etage höher. Da musste man hinten drum hochgehen. Hat er mir auch gezeigt, das war ein kleiner Raum, so groß ungefähr wie dieser hier. Den hatten sie sich hergerichtet und sagte, und hier machen wir dann nach dem Training die politischen Schulungen.
hat er mir gesagt, gezeigt. Hat mir auch, da waren auch Bilder. Beim sogenannten Freitagstraining waren nur deutsche Kameraden zugelassen. Verräter Schmidt sei dabei besonders aktiv gewesen, weiß ein Kampfsportkamerad zu berichten. Wenn der Herr Schmidt das eben geleitet hat, dann ging das dann halt eine Stufe härter zu. Er hat uns dann halt auch das lautlose Töten beigebracht, wie man zum Beispiel halt jemanden von hinten halt mit einem Messer ersticht, ohne dass er halt großartig irgendeinen Laut von sich gibt, etc. Auch Schönborns NF zeigte sich interessiert an den Nahkampfmethoden des VS-Agenten. Angebote zur Ausbildung an Waffen will Schönborn abgelehnt haben. Also er hat ganz konkret angeboten, Ausbildung im Ausland, sowohl als Fallschirmspringen im Nahkampf, in sämtlichen Nahkampftechniken, einschließlich dieses Nervenpressing, wo man Gegner innerhalb kürzester Zeit ausschalten kann, und Ausbildung an Waffen, eindeutig an Waffen. Und er hat also auch noch gesagt, er würde es mir überlassen, welche Leute, also ein ausgesuchter Kreis, ich sollte die Leute aussuchen, die diese Ausbildung genießen sollten. Die Genießer innerhalb der Kampfschule hatte Schmidt unterteilt, per Kodierungsnummern in Rubriken wie Mischlinge mit deutschem oder ausländischem Pass oder in politische Gesinnung. Keine Auftragsarbeit für den Verfassungsschutz angeblich. Dort interessierte man sich vor allem für Schönborns geplantes nationales Einsatzkommando. Man fürchtete eine rechte RAF. Dieses nationale Einsatzkommando war ja eine Ordnertruppe, die aufgebaut werden sollte, und er sollte dort Leute für ausbilden. Aber jetzt in körperlicher Hinsicht, nicht mit, wie das so heute dargestellt wird, mit terroristischem Untergrund oder sonst etwas, rein körperliche Ausbildung. Er sollte körperlich ausbilden und ich mache die weltanschauliche Schulung, ne, damit die Richtung stimmt. Militärisches Training durch Schmidt bestreiten die Rechten ebenso wie der Verfassungsschutz. Da hat man ausnahmsweise dieselbe Interessenlage. Der Brandanschlag von Solingen sei nicht vorhersehbar gewesen, so der Minister. Schmidt sei überprüft worden. V-Leute verselbstständigen sich bei uns nicht. Da gibt es Schutzmöglichkeiten. Und wir wissen, was V-Leute tun. Wenn der V-Mann davon gewusst hätte, hätte er selbstverständlich an uns sofort berichten müssen und auch berichtet. Immerhin konnte Schmidt unmittelbar nach dem Brandanschlag 20 Hinweise auf mögliche Täter geben. So eng verflochten war er mit der Neonazi-Szene, als gut getarnter Trainer für die ganz harten Sachen. So kann der V-Mann fast alles tun. Er tut es ja im höheren Auftrag und meistens für Geld. Im Falle Schmidt von beiden Seiten.